Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der zweite Präsident des Nationalrats, Herr Abgeordneter Kopf. Ich erteile Ihnen das Wort. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren an den Fernsehgeräten zu Hause. Die Kontrolle von Regierung und Verwaltung ist neben der Gesetzgebung und auch neben der Mitwirkung am Vollzug von Gesetzen die dritte wesentliche Aufgabe, die Parlamente zu erledigen haben. Und es ist eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Der Untersuchungsausschuss ist nach der mündlichen Anfrage in Fragestunden, nach der schriftlichen Anfrage an Regierungsmitglieder, nach dem Einsatz des Rechnungshofes und des Rechnungshofausschusses das schärfste Instrument, das ein Parlament in der Kontrollarbeit zur Verfügung hat. Bisher war dieses Instrument ein Recht oder der Einsatz dieses Instruments ein Recht der Mehrheit oder es war der Mehrheit des Hauses vorbehalten, dieses Instrument einzusetzen. Das ist zwar in den meisten Parlamenten auch Europas und Westeuropas so, aber es war auch immer ein großer Kritikpunkt, den vor allem die Oppositionsparteien in den letzten Jahren an den Spielregeln des Parlaments geäußert haben. Und es hat am 26. August 2009 diese anhaltende Kritik auch zu einer Vereinbarung zwischen vier Parteien, damals noch vier Parteien dieses Hauses geführt und diese nämlich auf Einrichtung einer Spielregel, wonach künftig die Minderheit dieses Hauses einen solchen Untersuchungsausschuss einsetzen kann. Diese Vereinbarung trägt die Unterschrift von Josef Czap und von mir seitens der beiden Regierungsparteien als damalige Klubobleute. Und diejenigen, die mich etwas besser kennen, wissen von mir, dass ich es gewohnt bin, Vereinbarungen auch einzuhalten. Und auch wenn es 5 Jahre gedauert hat, jetzt bin ich sehr, sehr froh darüber, dass es jetzt gelungen ist, diese Zusage auch einzuhalten und einzulösen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei all jenen, die an diesen Verhandlungen konstruktiv mitgewirkt haben und daraus jetzt dieses, wie ich meine, sehr herzeigbare Verhandlungsergebnis gemacht haben. Vielen Dank an alle. Meine Damen und Herren, künftig kontrolliert also nicht mehr die Mehrheit des Parlaments die Regierung, sondern in einer Zäsur und in einem Meilenstein, denke ich, den dieses Haus heute und morgen setzt in der Entwicklung des Parlamentarismus, kontrolliert künftig die Minderheit des Hauses die Mehrheit. Und wie gesagt, das ist nur in ganz wenigen Ländern in Europa, vornehmlich in Deutschland, der Fall. Zum Kollegen Luger möchte ich nur eines sagen. Ich möchte hier als Präsident selbstverständlich nicht parteipolitisch agieren. Aber Herr Kollege Luger, Sie sollten sich schon eine Frage stellen, wie es möglich sein kann, dass Parteien, die schon in der Vergangenheit, bevor es ihre Fraktion hier im Haus gegeben hat, sich sehr vehement der Aufklärungsarbeit verschrieben hatten und diese auch sehr intensiv immer wieder betrieben haben, diesem Gesetz zustimmen können, sodass 3 von 4 Oppositionsparteien diesen Gesetzesvorlagen zustimmen, nur ausgerechnet Ihre Fraktion nicht. Da sollten Sie sich vielleicht schon einmal die Frage stellen, ob Sie, nicht Sie vielleicht auf dem falschen Dampfer sind und nicht die 3 anderen. Das führt mich aber auch schon zum zweiten Kritikpunkt, meine Damen und Herren, der immer wieder am Untersuchungsausschnitt und am Zuschnitt des Untersuchungsausschusses in der Vergangenheit, vor allem an den Spielregeln, geäußert wurde, nämlich an der Handhabung dieses Kontrollinstruments. Der Untersuchungsausschuss, das muss klar sein, ist kein Instrument der staatlichen Rechtsprechung. Es ist ein Instrument der parlamentarischen Kontrolle, es ist ein Instrument der politischen Auseinandersetzung und es ist daher auch nicht objektiv, hat auch den Anspruch nicht, objektiv zu sein. Jeder geht dort hinein mit seiner Vorstellung dessen, es ist kein Gericht, keine Rechtsprechung, es ist eine politische Bühne und eine politische Auseinandersetzung. Trotzdem muss dieses Instrument rechtsstaatlichen Ansprüchen Genüge tun und sich innerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens bewegen. Es darf also nicht
den Charakter eines Tribunals gegen einzelne Personen annehmen. So wichtig wie die Kontrolle im Parlament ist, genauso wichtig ist unser Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Genauso wichtig ist unser Rechtsstaat. Und dieser Rechtsstaat hat die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern ebenso zu schützen, wie von Politikerinnen, von Politikern, von Beamtinnen, von Beamten, denn auch sie sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und haben Rechte. Und wenn künftig ein Viertel der Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss einsetzen kann, das Thema bestimmen, die Akten anfordern, Auskunftspersonen bestimmen, dann ist das eine völlig neue Dimension von Rechten für die Opposition in diesem Hohen Haus. Und die Chefredakteurin des Standard, Alexandra Föderl-Schmidt, hat es kürzlich sinngemäß auf den Punkt gebracht. Die Neuregelung des Untersuchungsausschusses bedeutet auch eine Selbstverpflichtung für die Parlamentarier, dieses Kontrollinstrument nicht nur für Selbstdarstellung und Wahlkampfzwecke zu missbrauchen, wie dies in der Vergangenheit häufiger der Fall gewesen sein. Föderl-Schmidt. Das heißt, meine Damen und Herren, das, was wir heute und morgen hier beschließen, bringt auch eine neue Aufgabe und Verantwortung für uns Präsidenten. Die Vorsitzführung in künftigen Untersuchungsausschüssen. Und Sie können davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass Doris Bures, Norbert Hofer und ich diese Aufgabe sehr ernst nehmen werden, dass wir uns sehr bemühen werden, sie fair, objektiv und im Sinne des Schutzes der Rechtsstaatlichkeit auch verantwortungsvoll auszuüben. Und eines muss uns auch klar sein, meine Damen und Herren, künftig werden die Augen der Öffentlichkeit wegen dieses Untersuchungsausschusses neu auch noch mehr auf diesen Untersuchungsausschuss gerichtet sein. Das heißt, unser aller Verhalten, meine Damen und Herren, wird darüber entscheiden, ob das Parlament als eine wertvolle und notwendige Institution, als Hort und als wertvolles Gut der Demokratie betrachtet wird oder nicht. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass es uns allen gemeinsam gelingen wird, die Reform des Untersuchungsausschusses zur Stärkung unserer parlamentarischen Demokratie zu nutzen. Danke.